Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der Elektromobilität, zum Urban Drivestyle Magazin. Ich sitze hier mit dem Fabi in Palma de Mallorca vor der schönen Kathedrale und wir haben uns heute für die erste Sendung unseres Formates genau diesen Platz rausgesucht. Was wird uns hier in Zukunft erwarten? Wir werden verschiedene Elektrofahrzeuge testen, schauen, ob der Hersteller seine Versprechungen hält. Wir nehmen die Dinger auseinander. Was wir nicht machen werden, sind langweilige Unboxing-Videos, wo wir uns euch eine Kiste vorstellen, die wir dann einfach nur öffnen. Wir gehen raus. Und genau aus diesem Grunde haben wir uns unser erstes Modell heute mal hier hergestellt. Es handelt sich um den E-Grid 10, ist das, glaube ich. Und der Fabi weiß ein bisschen was dazu. Genau, so schaut's aus. Daniel hat es schon gesagt. Vor uns heute der wunderschöne 10 aus dem Hause E-Grid, kommt aus Hamburg, also made in Germany. Und der Hersteller, der verspricht so einiges. Dazu zählt zum einen 35 Kilometer Reichweite, das werden wir checken. Zudem 35 km/h Höchstgeschwindigkeit, für so ein Ding ganz schön flott, würde ich behaupten. Und, wie der Zufall es so will, 100 Kilo Zuladegewicht. Und mit Thema Zufall, der Kollege da hinten hat genau 100 Kilo. Das würden wir also auf Herz und Nieren prüfen können. In dem Sinne, schauen wir mal, was das Ding so drauf hat. Auf geht's! Alltagstauglichkeit! Natürlich kauft man sich einen solchen Scooter nicht, um in der Wohnung hin und her zu fahren, sondern um im besten Fall ernsthaft Weg zurückzulegen. Zur Uni, Arbeit, Freunde besuchen, einkaufen und so weiter. Momentan hat der Scooter noch keine Straßenzulassung. Die gibt's erst 2018, sagt der Hersteller. Wir haben es sogar geschafft, über 35 km/h aus dem E-Grid herauszukitzeln. Es ist ein Samsung Smart BMS Akku verbaut mit 11,6 Amperestunden, an welcher der Motor mit satten 500 Watt saugt. Das maximale Zuladungsgewicht liegt bei 100 Kilo. Wir haben aber noch was draufgelegt und der E-Grid blieb dennoch standhaft. Am Ende des Tages sind wir knapp 32 Kilometer gefahren und der Akku war in 3 Stunden von 0 auf 100 geladen. Das ist nur möglich, weil man den Anschubimpuls wie bei einem Tretroller selber auslösen muss. Dadurch benötigt man weniger Strom beim Anfahren und der Akku hält länger. Einmal in Bewegung braucht man nicht mehr anschieben. Im Gegensatz zur letzten Version verzichtet der E-Grid 10 auf aktive Federung und setzt stattdessen auf Luftbereifung. Das funktioniert tatsächlich super. Das Teil ist sogar Offroad-fähig und ein paar kleine Stunts waren dem Fabi auch möglich. Danach klappt man das Teil einfach zusammen und nimmt es mit in die Wohnung. Ein Ziehmechanismus für Menschen, die nicht so viele Muskeln wie der Fabi haben, wäre hier hilfreich gewesen. Für die Alltagstauglichkeit gibt es dafür 4 von 5 Punkten. Fahrspaß! Pimpfaktor! Gut, der Roller ist schon hübsch. Aber der Hersteller setzt bewusst auf Understatement und damit wird man heutzutage nicht mehr so viele Blicke auf sich ziehen. Aber für viele ist das ja auch durchaus gewünscht. Denn man sieht dem Kleinen nur an, was er unter der Haube hat, wenn er lautlos an einem vorbeirauscht. Es macht unheimlich viel Spaß, mit ihm zu fahren. Egal wie schnell. Aber große Augen hat bei unserem Test leider kaum einer gemacht. 3 von 5 Punkten. Qualität, Preis, Leistung. Der Scooter fühlt sich sehr wertig an. Die Scheibenbremse zieht gut. Man hat selbst bei flotter Fahrweise auf unbefestigtem Grund stets das Gefühl, sicher zu fahren. Der Computer lässt sich drosseln und damit ist das Ding auch für die Kleinsten interessant. Wir sind uns sicher, dass er auch bei Regen keine Probleme macht, aber mit den kleinen Reifen solcher E-Roller raten wir sowieso dringend von einer Fahrt bei Regen ab. Der E-Grid 10 fühlt sich also mit seinem starren Aluminiumgehäuse sehr, sehr gut an. Von daher 5 von 5 Punkten für Qualität und Preis-Leistung. Fragen wir zum Schluss doch nochmal unseren E-Bike-Cheftechniker Thorsten, wie wartungsfreundlich der E-Grid 10 wirklich ist. Hallo, servus, mein Name ist Thorsten von Urban Drivestyle. Fazit ist, E-Grid 10 ist einer der besten Roller überhaupt auf dem Markt. Man muss halt nur darauf achten, dass vor der Fahrt muss man den Ständer einklappen, sonst ist das die einzigste Sollbruchstelle, die der E-Grid 10 hat. Vor der Fahrt einklappen, dann kann er auch nicht abbrechen. Beim Aufklappen einfach nur mal kurz drauf achten, super einfach, super easy, dass hier dieser kleine Punkt halt auch wirklich raussteht, weil ansonsten kann es in einzelnen Fällen mal dazu kommen, dass der Roller sich einfach zusammenklappt. Eine Sache, die man kurz beachten muss, ist immer mal wieder den Bowdenzug der Bremse nachziehen, weil bei viel gefahrenem E-Grid 10 lockert der sich halt ein bisschen und man muss ihn einfach ein bisschen straffer ziehen. Der E-Grid 10 ist zuverlässig, wartungsarm und lässig.
Beim Preis von rund 1.500 Euro ist es dennoch eine sehr interessante und zuverlässige Alternative für alle die, die ein Elektrofahrzeug suchen. Zum Thema Zuverlässigkeit. Gerade hier grenzen wir uns natürlich dann auch ab zu den restlichen China-Produkten, die derzeit auf dem Markt kursieren. Der Preis ist stolz, aber er hält, was er verspricht und dafür hat man sehr gute Qualität. Genau, man hat was zum Gucken. Power, Understatement und Zuverlässigkeit. Und wem die schwarze Farbe nicht gefällt, der kann sich natürlich auch eine andere Farbe bestellen. Wir haben, glaube ich, grün und pink und gelb. Das suchen Holz, wir nochmal raus. Optik. Holz haben wir. Optik. Holz. Das war also unsere erste Folge vom Urban Drive Style Magazin. Ich hoffe, wir haben uns nicht ganz so sehr verhaspelt und es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ihr noch Fragen habt über das, was wir hier vorstellen, über die Dinge, mit denen wir hier rumfahren oder einfach nur einen lustigen Kommentar oder Kritik ablassen wollt, dann macht das bitte einfach unten. Und dann gibt es noch diesen Knopf mit dem Daumen drauf, der gefällt mir Knopf. Das wäre auch sehr nett, wenn ihr den drückt für uns. Und ansonsten freue ich mich schon, falls ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Fabian. Daniel. Mal gucken, was du dann für eine Kiste fährst. Wir freuen uns auf jeden Fall schon drauf. Tschüss. Ciao, ciao.